take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es mal keine weitere Squad Building Challenge, es ist Montag. EA hat immer noch keine weitere SPC rausgehauen, es gibt auch keine Foot-Tausch-Deals oder noch nicht im Monat Juli. Es ist der 1.7. und ich dachte mir einfach, wir fangen heute mal ein neues Format an und zwar Foot Draft. Habe ich noch nie gemacht mit euch gemeinsam und deshalb werden wir heute die 195er Foot Draft Challenge heute mal angehen, da keine SPC rausgekommen ist. Insofern hoffe ich, dass das Ganze euch gefällt. Wenn ja, zerstört gerne den Like-Button. 200 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Ja, und lasst doch gerne natürlich ein Abo da. 25.000 Abonnenten haben wir jetzt geknackt. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn wir das natürlich jetzt so schnell wie möglich voll machen könnten, denn bei 25.000 Abonnenten oder zeitnah danach gibt es dann auch ein 25.000 Abonnenten Special von uns gemeinsam. Gemeinsam vom Armin und mir. Falls ihr da Fragen habt, und zwar wollen wir ein FAQ-Video machen beim 25.000 Abonnenten-Special, haben wir gestern auch schon bei Instagram gepostet, dann stellt uns gerne Fragen. Entweder bei Instagram könnt ihr uns natürlich die Fragen stellen per Direktnachricht oder durch die Story, die vielleicht noch da ist. Oder ihr könnt auch gerne in die Kommentare hier unter das Video schreiben, falls ihr Fragen an uns habt und auf die wollen wir dann eingehen. Und insofern haut auf jeden Fall auch in die Tasten, kommentieren, was das Ganze angeht. Und kommentiert mal gerne, was ist euer highest rated Foot Draft gewesen bis jetzt. Insofern wollen wir reinstarten. In das heutige Video heute keine SPC, sondern wie gesagt Foot Draft. Kurz zur Erklärung, was habe ich vor mit euch? Und zwar werde ich jetzt 3 Drafts mit euch machen. Und wir wollen versuchen halt, wie gesagt, den 195er Draft zu bekommen. Ja, insofern würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Draft und let's go. Also fangen wir an mit dem ersten Draft. 15.000 Münzen bezahlen wir. Und schauen mal, was wir für eine Formation bekommen. 3-5-2, 5-3-2. Was nehmen wir für eine Formation? Ich würde sagen, wir starten rein mit der 3-4-1-2. Wir versuchen mal die... Ah ne, das ist ZM. Wenn das jetzt ZM gewesen wäre, wäre okay gewesen. Wir versuchen einfach mal 3-4-1-2 und schauen, was wir hier so gebastelt bekommen. Also, ich versuche 3 Drafts mit euch gemeinsam zu machen. Und es fängt direkt richtig geil an. Mit einem Eusebio Prime Moments. Den müssen wir nehmen. Wo geht der rein? In ZOM? Ah, das ist ein bisschen schade. Das ist schade. Trotzdem, Pelé würde auch da reingehen. Wir nehmen auf jeden Fall Eusebio. Da gibt es nichts. So, Stürmer. Let's go. Komm schon. Oh mein Gott. What the fuck? Was ist hier los, Leute? 99er CR7 und zwar die Tots-Karte und das direkt der grüne Link zu Eusebio. Besser kann man, glaube ich, nicht in Draft reinstarten. Let's go, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Komm schon. Ey, wenn wir jetzt hier direkt auf Anhieb den 195er Draft zacken, dann schaffen, dann fresse ich hier definitiv einen Besen. Nehmen wir einfach mal, ja, wir nehmen Griezmann mit, oder Leute? Wir nehmen Griezmann mit. Let's go, nächstes. RM. Komm schon, EA. Das sieht nicht gut aus. Immerhin der 84er Valencia. Nehmen wir auch trotzdem mal mit. Der wechselt ja wieder in die Heimat. Linkes Mittelfeld. Was haben wir hier am Start? Wieder einen schlechten Player-Pick. Die Informs retten es quasi. Trotzdem, Fraser nehmen wir hier mal mit. ZM-Position, da gibt es auch ein paar Ikonen, das ist schon mal gut hier, Player-Pick, aber es wird nur ein 91er Alland, den nehmen wir trotzdem mal mit, weil er auch in die Serie A passt mit CR7, insofern Brasilianer auch gut zu linken, damit können wir nichts falsch machen. Nächster Player-Pick ist ein Bernardo Silva und das ist der nächste Portugiese hier am Start und er linkt halt wunderbar aufgrund der Premier League auch noch zu Valencia. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Richtungen, Portugal, Serie A, aber auch Premier League jetzt ein bisschen. Guck mal, was wir in der Innenverteidigung bekommen. Schauen wir mal nach. Oh mein Gott, let's go. Sergio Ramos, das sind dann die Karten, die man auf jeden Fall hier braucht. Ich kann ihn fast schon... Also wir könnten jetzt Chiellini nehmen, um da die Serie A weiter zu behalten. Aber ganz ehrlich, ich kann einen 97er Sergio Ramos hier nicht rauslassen, wenn wir auf ein hohes Rating gehen wollen. Falls ihr übrigens thematisierte Drafts sehen wollt, themenbasierte, lasst mich das gerne auch in den Kommentaren wissen. Schreibt gerne Vorschläge irgendwie rein. Keine Ahnung, kleinster Draft oder sowas in die Richtung. Schreibt mir das gerne rein. Und ich glaube, wir nehmen den 83er. Oder Maguire ist auch Premier League. Wir nehmen Maguire. Passt rechts auch sehr, sehr gut hin. Und gucken, was wir jetzt hier rechts bekommen. Also wie gesagt, thematische Drafts. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr da was sehen wollt. Und wir nehmen natürlich hier Vallejo. Auch von Real Madrid und Spanier. Und Terrea. Nee, das sieht schon mal nicht gut aus. Keine Icon. 81er. Alles 81er Torhüter. Dann nehmen wir Foster auf jeden Fall hier mit. Ja gut, Rüli hätten wir jetzt auch mitnehmen können. Aber als Argentinier, ja, und 80er, 81er gerated, da machen wir nichts mit falsch. So, Cardona. Nehmen wir den, Aubameyang ist noch am Start. Boah, Leute, wegen Chemie könnte ich jetzt hier auf der rechten Seite Marie nehmen, aber der ist 85er gerated. Wir nehmen einfach mal das Rating und gucken mal, was wir sonst noch so hier Wunderbares bekommen. Oh, 91er in Ndombele.
Passt aber auch nicht so wunderbar rein. Wir nehmen ihn trotzdem mal rein. Und gucken, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie rein. Wir können auch noch einen Eusebio in Sturm packen. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn? Wir müssen einen Del Piero nehmen, glaube ich. Sergio Busquets wäre auch eine richtig gute Option. Fürs zentrale defensive Mittelfeld. Hazard habe ich gar nicht gesehen. MS. Wäre auch eine gute Chance. Wir nehmen Del Piero. Del Piero auf der linken Seite. Das macht auf jeden Fall den 81er raus. Das ist sehr gut. 91er gerateten Draft haben wir. 90 Teamchemie schon. Oh, schau, Cancelo. Auf dem rechten Mittelfeld. Ja, den machen wir auf jeden Fall, Leute. Das machen wir mal sowas von. Einmal so, 89 Teamchemie. Und das sieht mir schon mal viel, viel besser aus. Das gefällt mir richtig gut. Wenn wir die tauschen, holen wir noch nichts wirklich raus. Und deshalb geht's weiter ins nächste Player-Pick. Das sieht wieder richtig gut aus. Wir nehmen Banega mit. Oder doch ein Dybala. Ja, ich glaube, wir nehmen Dybala mit. Wir ziehen Eusebio hoch und kommen so auf 90 Teamchemie. Können wir hier noch was ändern von der Chemie? Bis jetzt glaube ich noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Verteidiger und deshalb gehen wir da mal rein. Torhüter auch wichtige Position, aber das sieht gar nicht geil aus. Kimmich ist am Start, nehmen wir mal als Highest Rated hier mit rein. Oh, das sieht gut aus. Ja, mit Linksverteidigern kann ich halt nichts anfangen. Wir nehmen trotzdem Jordi Alba mit, um hier das Ganze mal hoffentlich ein bisschen auf Chemie zu kriegen. Und jetzt ein Torwart aus der La Liga. Das sieht nicht so geil aus. Jetzt müssen wir mal Sergio nehmen. Guck, kommen dann vielleicht auf die Chemie. 192er, das ist die große Frage. Das sieht schon mal einen guten Player-Pick aus. Und es wird leider nur 89er Reus. Bentancourt passt perfekt, Leute, oder? Bentancourt passt perfekt hier in die Mitte. Das ist ja mal richtig geil. Ja, aber wir müssen halt diesen defensiven Pick haben. Vielleicht kriegen wir ihn hier. Das sieht schon mal gut aus. Oh, MS Cruyff. Hilft uns jetzt aber nicht mehr wirklich krass weiter. Defensiv hätten wir noch einen Boateng zum Anbieten. Wir haben Kimmich auch genommen. Da kriegen wir den Torhüter dann aber nicht gelingt. Saul Rodrigo, diesen komplett überfliegen. Wir müssen Cruyff nehmen, Leute. Wir müssen Cruyff nehmen. Bringt jetzt momentan noch nichts. Nada Niente. Trotzdem, nächster Player-Pick ist wieder gut. Oh, Luis Figo. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir gucken mal, was wir damit anstellen können. Letzter Player-Pick ist auch nochmal gut. 87er, 89er Busquets jetzt hier am Start. Der würde sogar... Würde der mehr Chemie... Der würde Chemie runterziehen. Trotzdem, wir nehmen mal den 89er mit und gucken, was wir für einen Draft schaffen können. Ich hätte jetzt hier halt vor... den einfach so runterzuziehen. 93 haben wir jetzt hier am Start. Wenn wir die beiden dann tauschen, bringt nichts. Wir haben die Defensive einfach verkackt. Und das ist einfach bitter, dass wir das nicht gebacken bekommen. Ihr seht wahrscheinlich jetzt hier wieder irgendwas, was ich übersehe. Aber ich denke mal, wir können hier einfach nichts mehr rausholen. So könnten wir es noch machen, aber es bringt ja auch nicht wirklich was. Wir kriegen das Rating vielleicht noch gepusht auf 192, aber ich glaube, danach geht es auch dann ganz, ganz schnell direkt in neuen Footdraft. Und dann werden wir versuchen, das Ganze hier zu schaffen. Higher rated auf jeden Fall. Zack, 90er, 192er könnte es werden. Mal gucken, was wir für einen Manager kriegen. Und dann haben wir den ersten Draft hier durch. Das sieht schon mal gut aus, 99, 100. Da haben wir die 100 voll. Das machen wir doch auf jeden Fall. Ja, und damit würde ich sagen, 192er Draft im ersten Draft. Wir machen jetzt noch zwei andere. Und hoffen, wie gesagt, den 195er zu erwischen. Das wäre doch auf jeden Fall richtig, richtig nice. So, Freunde, Leute, es steht an, der zweite Footdraft. Also der erste war schon mal richtig nice, auch von den Spielern her. Leider nicht so high-rated. 192er, das denke ich, geht auf jeden Fall besser. Gehen wir hier mit der 4-2-3-1 oder dem 4-2-2-2? Ich würde mal sagen, wir versuchen es mal mit der 4-2-2-2-Formation für die 2-Zettel. Oh mein Gott, let's go! So muss es sein! Maradona direkt! So muss es sein, Freunde. So gefällt mir das Ganze. Ja, wir müssen Maradona nehmen. 98er Maradona, was will man mehr? Den nehmen wir auf jeden Fall. Und damit haben wir die erste ZOM-Position schon mal richtig gut bedeckt. Hoffentlich die zweite jetzt auch. Jawohl, das sieht schon mal richtig gut aus. Leider kriegen wir nur Coutinho. Coutinho könnte interessant sein. Ist auch der High-Ratedste. Nehmen wir ihn einfach mal, Brasilien gut zu linken. Ich glaube, wir nehmen ihn einfach mal. Und dann Stürmer. Komm schon, ihr hau was raus. Das sieht nicht gut aus am Player-Pick. Grau ist immer schlecht. Nehmen wir Aduris? Nee. Das macht auch. Ja,
Obwohl, er könnte linken. High Rated. Wir nehmen Aduris mit. Vielleicht können wir ja hier irgendwas mit der La Liga aufbauen. Im Sturm zum Beispiel. Nehmen wir Williams? Das ist schon zu low rated eigentlich. Alea. Als Franzose ein Rating höher. Wir nehmen mal Williams jetzt mit. Aufgrund von Chemie. ZDM kriegen wir wieder einen guten Busquets zum Beispiel. Oder, wenn die kriegen, 89er diesmal leider nur wieder einen Busquets. Wir bekommen auch einen Casemiro angeboten. Wir bekommen auch einen Fernandinho angeboten. Und den nehme ich einfach mal aufgrund des Ratings. Brasilianer, gut zu linken. Brauche ich nicht immer zu erwähnen. Und hier bekommen wir wieder. Oh, wir kriegen jetzt hier so einen Sergio Busquets. Und den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, komm schon. Defensive. Lass mich nicht im Stich, EA. Aber das sieht schon mal gar nicht so geil aus. Wir nehmen Caligiuri und gucken mal, was wir sonst noch hier in der Innenverteidigung bilden können. Piqué ist ein Muss. 87er, das war mal richtig schlechter Player-Pick. Und es geht so weiter. Sydney passt noch gut wegen Brasilien und La Liga. Weiter geht es wieder mit dem Schlechten und es ist ein Silberspiel. Hatten wir eigentlich im letzten Draft einen Silberspieler? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich glaube tatsächlich nicht. Brasilianer haben wir nicht am Start. Wir nehmen einfach mal einen Reichel mit und im Tor. Jein. Wir haben halt keinen aus der La Liga. Das ist halt bitter. Das ist halt richtig bitter. Wir nehmen, glaube ich, nehmen wir Pickford mit? Nee, wir nehmen Luis. Wir müssen einen von den Highrateds nehmen. Sommer hat die 95er Tots-Karte, deshalb habe ich den jetzt erstmal nicht genommen. Weiter geht es. Oh, yay, lässt uns einfach im Stich hier, glaube ich, Leute. Pjatov nehmen wir mit. Weiter geht es mit einem guten Player-Pick anscheinend. 88er ist aber hier der Beste mit Campbell und Bale. Alexandro, das passt perfekt. Der passt auf die Linksverteidigerposition. Da brauchen wir noch einen. Und das Link alles perfekt. Das sieht sehr gut aus. 94er Chemie, 89er Bewertung erst. Mit ein paar toten Karten mit 83er. Und vorne können wir... Oh, Jane, 93er. Passt aufgrund der La Liga. Wir müssen aber die Torhüter Ausschau halten. Und ja, das passt perfekt. Den nehmen wir auf jeden Fall. Klar, wir nehmen jetzt uns die Chemie hier weg mit Alexandro. Aber so haben wir immer einen Linksverteidiger. Weiter geht es hier mit einem Parejo? Fragezeichen. Oder gehe ich aufs Rating mit Rafa? Wir nehmen Rafa. Zwei Ratings höher. Wir haben 191er Draft jetzt gerade. Da muss noch was kommen. Zum Beispiel Littmann. Aber die ZOM-Positionen sind ratingmäßig schon sehr, sehr gut bedeckt. Wir können auch keinen ins Sturm stellen. Kein MS haben wir dabei. Nehmen wir ihn trotzdem aufgrund des Ratings? Ich würde fast sagen, ja. Mit den ganzen Außenspielern können wir nichts anfangen. Mit Özil sowieso nicht. Torwart jetzt eine wichtige Position. Oh, yes. Spanien, wir linken ihn schon mal zu Piqué immerhin. Sonst kein Spanier dabei. Tejea nehmen wir auf jeden Fall. Keinen aus der La Liga leider am Start gewesen. Trotzdem... Wir können das Ganze nur gut zueinander linken. Und wir kriegen hier einen richtig guten Player-Pick. Alexander Arnold. Ja, den müssen wir nehmen. 94er. Der muss auf jeden Fall am Start sein. Zack, nächster Spieler drin. Jetzt müssen wir das Ganze nur gelinkt bekommen. Jetzt ein... Terea wollte ich schon sagen. Van Dijk natürlich. Robertson bekommen wir. Wir nehmen in... Nehmen wir Robertson? Kriegen wir da mehr Chemie raus? Die 100 Chemie raus tatsächlich. 191er. Wir haben die 191 erreicht, Leute. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hier ratingmäßig noch ein bisschen anpassen, mit Rafa und Littmanen, ja, das reicht nie im Leben für eine 192. Mal gucken, was uns ihr hier noch gönnt. Was für Player Picks. Das ist mal richtig geil. Brand. Wieder eine ZOM-Position. Also sonst kriegt man eigentlich immer so Flügel dazu. Bekommt man irgendwie zugelost. Ja, der Rest ist Mist. Wir müssen Brand nehmen und wenn er nur auf der Bank ist. Oh, das sieht wieder gut aus. Schmackhaft. Let's go. De Jong, Alter. De Jong. Wir kriegen keinen Stürmer. Das fuckt so ein bisschen ab. Fabinho wäre sogar richtig gut. Würde aber Rating runternehmen. Wir müssen De Jong nehmen als 95er. Und das pusht richtig das Rating. 93er und 95er, richtig geil. Wir müssen nur diesen Stürmer jetzt mal ziehen, Leute. Chiesa. Und Sancho. Wir haben hier einen Werner.
Die könnten wir theoretisch zu Brand linken. Der MZM, der kriegt ja im ZDM nicht richtig Chemie ab. Wir gehen auf Rating wieder. Wir nehmen Chiesa. Wir haben schon die 191. Aber eigentlich... Oh, leider Mbappé. Aber eine LF-Position. Wir haben 93er und 87er halt. Zu viele in der Auswahl. Mbappé macht, glaube ich, nichts mehr am Rating. Der ganze Rest ist auch komplett für die Cuts. Und damit haben wir einen 191er Draft hier nur. Krass, Leute. Was hier so ein 100... Was ein 93er da runterzieht. Das würde Chemie runterziehen. Was ist mit Littmann? Würde es auch... Oh mein Gott, Leute. Das ist halt echt heftig. Kriegen wir hier ein 92er Rating noch hin? Würden wir sogar hinkriegen, aber dann fehlt es uns an Chemie und alles. Naja, wir gucken mal, was wir für einen Manager kriegen. Oh, das sieht schon mal gut aus mit Pep Guardiola. 95, 93, 93, 94. Ich gucke noch mal, ob sich was damit machen lässt. Und sonst geht es jetzt rein in den nächsten Draft. Ja, Freunde, also es bleibt ein 191er Draft. Leider kriegen wir den Sturm. Ich glaube, wir haben keinen Stürmer gekriegt, Leute, danach. Wir haben keinen einzigen Stürmer gekriegt nach Aduriz und Williams. Also insofern, ja, ab in den nächsten Draft. Let's go! Nächster Draft steht an. Ich weiß, also 195er ist richtig krass zu bekommen. Vielleicht sollte ich dieses Video eher lieber 194er Draft Challenge nennen oder sowas. Aber ich meine, wie gesagt, ja, es wäre einfach bombastisch gut. Aber ich kann es euch halt nicht versprechen. Was haben wir jetzt hier formationsmäßig wieder am Start? Sollen wir mal mit der zentralen... Boah, wieder die drei... Dreierkette, 3-4-3. Oh, Leute, ich weiß es nicht. Sollen wir wieder mit der zentralen Formation? Wir gehen mit der zentralen Formation. Komm schon. 193er, 194er, das wäre doch alles sehr, sehr schmackhaft. Und wir kriegen hier erstmal ganz entspannt Flügel. Die würden in die Rechtsverteidigerposition gehen. So ein Amrabat. Den ganzen Rest will ich eigentlich gar nicht nehmen, um ehrlich zu sein. Ich glaube tatsächlich, Coutinho geht auf die Bank. Ich nehme Amrabat, weil er als Rechtsverteidiger reingeht, glaube ich. Und dann gucken wir mal, was wir hier bekommen. Also, let's go. Komm, oh, das kann doch nicht wahr sein. Das kann es doch echt nicht gewesen sein, Leute, oder? Nehmen wir Hüntelaar. Der Hunter ist am Start. Und im ZOM kriegen wir diesmal... Oh, let's go. Havertz und Eriksen. Boah, womit gehe ich? Ich glaube, in Havertz. Wir müssen... Gehen wir mit... Wir nehmen Eriksen. Wir nehmen Eriksen, er ist schwerer zu linken, aber 96er kann ich einfach nicht Nein zu sagen. Goretzka würden wir hier kriegen. Rettet ein bisschen diesen Deadpick, aber ich wollte sagen, es kann ja noch werden mit der neuen ZOM-Position. Aber nur ein Dybala jetzt hier zu kriegen. Wieder Rodriguez. Rating, Leute. Wir gehen aufs Rating und jetzt hoffen wir einfach, oh, yes, come on. 93er Zanetti und das passt perfekt wegen dem Argentinien-Link. Aber die Baller eigentlich will ich rauskriegen als 89er da. Hier kriegen wir nur Normalkarten, als wäre Anfang von FIFA oder was? Als wäre es Anfang von FIFA. Was ist denn da los, Mann? Casemiro, Busquets. Ja, moin. Da muss ich mal dringend los. Wir nehmen Kanté. Wir nehmen Kanté, drehen die einmal um. Und dann geht's weiter mit Linksverteidiger. Silber. Wieder. Wie eben im Draft. Linksverteidiger gleich Silber Player Pick. Oh, blind und Delikt. Let's go, Alter. Was? Delikt können wir gut mit, wie heißt er? Tagliafico. Hier neuer blind. Eder Militao. Wir kriegen 93er Ramos. Ja, blind. 86er ist eigentlich zu low rated. Wir müssen Eder Militao nehmen. Wir gehen aufs Rating, Leute. Wir wollen diesen 194er, 195er Draft schaffen. Aber die Torhüter, die sagen mir mal wieder, nee, vergiss es. Ah, ja. Nehmen wir Mandanda. Bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Nächster Player-Pick, komm schon. Bergwin, Robertson. Der kommt mal sowas von dicke rein, auf jeden Fall. Kommt da ins Premier League-Thema gut mit rein. Eriksen, Kanté und geht so weiter. Aubameyang, wir brauchen noch einen Stürmer, habe ich ganz schon vergessen. Aber auch vom Rating her passt das Ganze. Wir nehmen auf jeden Fall Aubameyang mit 68er Teamchemie. Also da müssen wir auf jeden Fall noch einiges hier verbessern. Rechtsverteidiger haben wir immer noch nicht. Tovor kommt jetzt um die Ecke.
Mondi Fortongen. Wir nehmen Tovar. Wir nehmen Tovar Rating. Let's go. Nächster Player Pick. Wir haben eine zentrale Formation und die EA denkt sich, ich gebe den Mena, ich gebe den Sanchez, ich gebe den Di Maria. Zwei Verteidiger, mit denen wir auch nichts eigentlich anfangen können. Mena, Rating, let's go, aber wir brauchen die ZOM-Position, Leute. Wo bleiben die ZOMs? Vielleicht jetzt hier. Linksverteidiger Tadic? Denkt ihr das, was ich denke? Wir haben auch noch keinen Torhüter. Trotzdem, Ederson, naja, nee. Wir müssen Tadic nehmen, 95er. Auf jeden Fall. Robertson, kommt mal hier in ZOM rein. Und dann geht's weiter, Leute, dann geht's weiter. Was hat EA noch für eine Überraschung für uns übrig? Ohne Worte. Leute, guckt euch das mal an. Was ist denn das für ein Player-Pick? Wir nehmen Azir ich mit als auch Ajax-Spieler. Aber, ey Leute, was ist denn hier los? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Mahrez kommt um die Ecke mit einem 88er Rating. Da muss ich mal ganz dringend los. Alles klar, wir nehmen Bellarabi, warum auch nicht? Als wäre Tag 1 von FIFA, Leute. Geht doch. Es geht ein bisschen besser. Wir nehmen Parejo, glaube ich. Wir kriegen die Premier League-Spieler nicht. Und jetzt in die Verteidigung rein mit einem Philippe und einem Alex Telles. Ja, 76er Chemie, 90er Rating. Wir haben noch hinten was auf der Reserve. Und hier kommt ein Tagliafico um die Ecke. Das, genau das habe ich euch gesagt. Und jetzt noch ein Torhüter. Und dann sind wir, dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ratingmäßig auf jeden Fall besser. Und das ist jetzt, oh mein Gott. Wir kriegen noch einen 95er Yashin. Let's go. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. 86er Chemie. Und jetzt müssen wir doch diese ZOM-Position hier irgendwie abdecken. Aber wir haben keine zentralen Formationen, zentralen Spieler am Start. Dybala können wir wieder reinklatschen. Aber dann war es das halt auch. Wir gucken mal ratingmäßig, wie das Ganze aussieht. So sieht das Ganze aus. Wieder ein 92er Rating, 88 Chemie. Was können wir noch rausholen? Mit dem Manager, das ist die große Frage hier. Und? Das sieht gar nicht gut aus. Das kann doch nicht wahr sein. 88er Chemie, 92er Draft. Hätte ich vielleicht doch besser. Warum habe ich den jetzt übernommen? Keine Ahnung. Ich spiele sowieso nicht den Draft. Aber wäre ich vielleicht doch besser mit dem Havertz gegangen im ZOM? Ich weiß es nicht. Als Deutscher vielleicht besser linkbar. Reus hätte kommen können. Es hätte der Brand wieder kommen können. Wer weiß. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ja, in dem Sinne soll es das gewesen sein. Ich hoffe, die erste Folge von der Foot Draft Challenge hat euch gefallen. Wie gesagt, 194er, 195er Draft Challenge. Irgendwie sowas wird dieses Video heißen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt auf thematisierte Drafts, Themendrafts, schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare. Ab damit in die Kommentare. Und dann würde ich mir vielleicht überlegen, falls dann nochmal ein Tag kommt, wo kein SPC oder so weiter am Start ist, nochmal so ein Video rauszuballern. Und ja, in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Support ist kein Mord. Zerstört den Like-Button, ihr wisst Bescheid. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Morgen geht es weiter. Ihr wisst Bescheid. Dienstag. Hoffentlich eine neue SPC. Sonst halt spätestens Mittwoch. Insofern haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.